Ein Thema bei Elektrofahrzeugen und Anhängebetrieb ist in vielen Fällen die Geschichte mit den Anhängelasten. Da muss man dazu sagen, dass bei vielen E-Autos bisher die Anhängelasten eher nicht wirklich den Ansprüchen für die Anhängerfahrer entsprechen. Das heißt, die haben meistens sehr geringe Anhängelasten. Es gibt viele Fahrzeuge, da sind die Anhängerkupplungen so ein bisschen in die Richtung gedacht, eigentlich nur als Fahrradträgermöglichkeit genutzt zu werden. Mittlerweile hat sich die Geschichte sehr signifikant verändert. Wir haben also viele Fahrzeuge, die bei den Anhängelasten jetzt mit klassischen Verbrenner auch nicht mehr wirklich hinten noch sind und in Wirklichkeit die gleichen Anhängelasten bieten. Betrifft aber dann eher die größeren Fahrzeuge. Die Geschichte hängt meistens an der Bremsanlage. Das ist bei Hängebetrieb immer ein ganz wichtiger Faktor. Und viele kleine E-Fahrzeuge haben an der Hinterachse Trommelbremsen. Das macht für das E-Auto einen Sinn, weil die Bremsanlage ja nur in Ausnahmefällen fast genutzt wird und Trommelbremsen einfach da wesentlich bessere Lebenserwartung haben als Scheibenbremsen. Aber Trommelbremsen sind natürlich dann, was Anhängerbetrieb anbelangt, eher die zweite Wahl. Da waren dann Scheibenbremsen natürlich besser. Und darum die größeren Anhängelasten eher bei den größeren Fahrzeugen, wie es da unser iX ist.